Ich bin weder Ägyptologe noch Wissenschaftler, sondern Privatforscher. Ich fahre immer vor Ort, schaue mir dort mit gesundem Menschenverstand die entsprechenden Objekte selbst an und vergleiche, was ich sehe, mit den offiziellen Beschreibungen. Danach folgen natürlich eigene Recherchen. Über die altägyptische Kultur muss ich hier wohl nicht viel erzählen. Nur so viel, sie entstand offensichtlich völlig aus dem Nichts und war ohne Vorentwicklungen völlig ausgereift. Diese Perfektion wurde in späteren Dynastien nie mehr erreicht. Im Gegenteil, diese Errungenschaften wurden im Laufe der Zeit immer schneller. Hier stimmt doch etwas nicht. Was ging hier vor? Ein perfekter Staat mit allem Drum und Dran kann nicht aus dem Nichts entstehen. Oder doch? Ich möchte mich in diesem Vortrag aus Zeitgründen auf die Steinbearbeitung beschränken, die vor Ort von jedermann nachgeprüft werden kann. Allerdings kann ich hier das eigentlich sehr umfangreiche Thema nur anreißen. Die alten Ägypter beherrschen mehrere unterschiedliche Arten der Steinbearbeitung, deren Ergebnisse man heute noch sehen kann. Einmal die herkömmliche mit Hammer und Meißel, dann, was weniger bekannt ist, die Steinerweichung durch irgendwelche Chemikalien, Steinbearbeitung mittels Sägen und Steinbearbeitungsmittels Hochleistungsrotationsgeräten. Auch die Pyramiden kann ich aus Zeitgründen nur anreißen, ist ja auch schon viel drüber geredet worden. Obwohl die Cheops-Pyramide heute ohne ihre Verkleidungssteine dasteht, die sie während der Superflut vor rund 1300 Jahren einbüßte und keinesfalls durch Steinräuberei, kann man trotz der erfolgten Erosionsschäden auch heute außerhalb noch die einzigartige Präzision erkennen, mit welcher sie erbaut wurde. Hier zeige ich einige Beispiele. Die Behauptung, man könne keine Rasierklinge zwischen die einzelnen Steinblöcke schieben, ist weit übertrieben. Tatsächlich kann man viele der Fugen kaum ertasten. Natürlich nicht an allen Steinen. Teilweise erkennt man blockübergreifende Strukturen, auch bei den Bodenblöcken um die Pyramide. Diese Überpräzision ist mit unserer heutigen Technologie kaum zu erreichen. Auf der Pyramiden-Ostseite befinden sich die Bodenblöcke aus Basalt, von denen behauptet wird, es sei der Boden des einzigen Cheops-Totentempels. Alles andere, was über diesen angeblichen Tempel erzählt wird, ist reine Fantasie. Diese Blöcke wurden dem Untergrund angepasst und nicht umgekehrt. Obwohl die Khefren-Pyramide, das ist die zweite, der Cheops-Pyramide ähnelt, ist sie relativ schludrig erbaut und weist keinesfalls die Überpräzision dieser auf. Außerdem gibt es in ihr keine Gänge und Räume. Alles wurde vor dem Bau in den felsigen Untergrund gebaut und dann ein großer Steinhaufen darüber errichtet. So sagen die Ägyptologen. Im Gegensatz zur Cheops-Pyramide wurden hier Zwischenräume zwischen einzelnen Blöcken mehr schlecht als recht mit Mörtel zugekleistert. Im unteren Bereich wurden im Gegensatz zu den anderen beiden Pyramiden riesige Steinblöcke mit Längen um 12 Meter verarbeitet. Wie weit sie in das Pyramideninnere reichen, kann natürlich nicht festgestellt werden. Es handelt sich nicht etwa um stehengelassenen Fels, sonst könnte man nicht sehen, wo die einzelnen Blöcke aneinander stoßen. Im Vergleich zur Khefren-Pyramide ist die kleine Mykerinos-Pyramide noch schludriger erstellt. Deshalb bin ich der Meinung, dass sie eventuell als erste der drei Pyramiden erbaut wurde, nach dem Motto von einfach und primitiv zu perfekt. Sogar größere Zwischenräume wurden nur notdürftig mit einer Art Mörtel zugekleistert. Jetzt kommt's. Die Steinerweichung. Im Assuan-Steinbruch fiel es mir zum ersten Mal auf. Der Granit wurde offenbar durch irgendwelche Chemikalien weich gemacht,
eventuell immer nur oberflächlich und dann mit halbrunden Schabern abgeschabt. Vergleichbar etwa mit einem Stück Butter wie hier, die man mit einem Löffelchen abschabt. Am unvollendeten Obelisken ist es sehr gut zu erkennen. Nee? Weiter? Ja, geht. Das ist der unvollendete Obelisk. Da haben wir noch ein Bild. Das sieht man sehr schön. An verschiedenen Stellen im Steinbruch kann man abgeplatzten, nee, so weit sind wir noch gar nicht, im hinteren Teil des Steinbruchs, der für die Touristen gesperrt ist, der kommt jetzt, liegt ein weiterer unvollendeter Obelisk. Hier nochmal zum Vergleich. Dieser ist bis auf einen schmalen Steg freigelegt. Jetzt kommt er. Hier kann aus Platzgründen unmöglich mit Dolerit-Kugeln gearbeitet worden sein. Sie wissen ja, angeblich ist alles mit den Dolerit-Kugeln geklopft worden. Das ist immer noch der unvollendete Obelisk, der zweite im hinteren Bereich. Und jetzt sieht man, so, der bisher stehen gebliebene Steg. An verschiedenen Stellen im Steinbruch kann man abgeplatzten Granit sehen. Kann Granit schichtweise abplatzen oder war die obere Schicht einst weich und härtete später aus? Jetzt kommen wir zu der sogenannten Bilderwand im vorderen Bereich des Steinbruchs, der heute nicht mehr betreten werden darf, auch nicht kann. Im hinteren Bereich befindet sich mit Rötelfarbe aufgemalte archaische Bilder von Vögeln und Jägern. Aber diese Wand wurde nach demselben Prinzip abgeschält, und zwar zwangsläufig, bevor die Bilder aufgemalt wurden. Deshalb, hier sieht man es, bei der richtigen Sonneneinstrahlung kann man es gut erkennen. Deshalb stellt sich die Frage, wie lange war diese Technologie eigentlich bekannt? Und noch was, im oberen Bereich der Wand befinden sich rechteckige Löcher, die möglicherweise Dachbalken hielten. Stand hier ehemals etwa ein überdachtes Gebäude? Dieses Gebäude wurde wohl im Zuge des Materialabbaus zerstört, sodass nur die Bilderwand übrig blieb. Jetzt zum Vergleich. In Tiahuanaco kann man ganz ähnlich bearbeitete Steinblöcke sehen, die offenbar mit gleicher Technik bearbeitet wurden. Ehemals weiches Gestein, das ist eine Nahaufnahme, das inzwischen ausgehärtet ist, im Norden von Sacsayhuaman. Gestein weich zu machen ist durchaus möglich. Es gibt dazu etwa Berichte aus Südamerika. Dort will man Vögel beobachtet haben, die ihre Nester an senkrechten Felswänden Löcher in das Gestein pickten. Dazu musste das Gestein jedoch zuerst weich gemacht werden. Die Vögel verschwanden zunächst im Urwald und kehrten dann mit einem Zweiglein im Schnabel zurück, das sie an der gewünschten Stelle an der Felswand rieben, woraufhin das Gestein weich wurde und sie es wegpicken konnten. Diesen Vorgang wiederholten sie so lange, bis die entstandene Höhlung groß genug für ihr Nest war. Leider ist es bisher nicht gelungen, herauszufinden, um welche Pflanze es sich hierbei handelt. Da die alten Ägypter jedoch aus Südamerika erwiesenermaßen nicht nur Tabak und Kokain bezogen, ist es nicht auszuschließen, dass sie auch diese Pflanzen importierten. Im Assuan-Steinbruch fand ich etwa 13 Schächte, die dort mehrere Meter tief in den Granitfels getrieben worden sind. Wahrscheinlich gibt es noch mehr. Da stellt sich natürlich die Frage, wie konnten sie die Ägypter anlegen und zu welchem Zweck? In einem solchen Schacht kann man gerade noch stehen, aber keinesfalls arbeiten. Und mit welchen Werkzeugen haben sie diese Schächte anlegen können? Etwa mit solchen Dolerit-Kugeln? So soll in der Praxis der Granit bearbeitet worden sein. Hierzu beschrieb der US-Autor Christopher Dunn in einem seiner Bücher, wie er einen ganzen Tag lang einen Granitblock mit einer Dolerit-Kugel bearbeitet hatte. Das ernüchternde Ergebnis
Noch nicht einmal einen Zentimeter Gestein konnte er abklopfen, geschweige denn eine glatte Fläche erzeugen. Die alten Ägypter besaßen auch die Möglichkeit, Gestein maschinell zu sägen. Anhand der vorhandenen Bodenüberreste, etwa an der Ostseite der Cheops-Pyramide, also dem sogenannten Cheops-Totentempel, kann man gut erkennen, dass der Basalt nicht etwa per Hand, sondern maschinell gesägt worden sein muss. Die Sägespuren sind zu gleichmäßig, als dass sie per Hand gemacht worden sein konnten. Ja, schauen Sie sich das mal an. Hier ist die Säge oder der Steinblock aus der Richtung gerutscht, ehe die Säge abgestellt werden konnte. Das wäre per Hand nicht passiert. Und hier erkennt man deutlich die Dicke des verwendeten Sägeblattes. Noch ein Bild. So. Und zum Vergleich eine Sägespur in Ollantaytambo in Peru. Auch auf der Baleareninseln Mallorca und Menorca findet man in prähistorischen Anlagen Sägespuren, die auf Kreissägeblätter hinweisen. Hier waren die Sägeblätter wohl dicker. Das ist eine Steinbearbeitungsmaschine in einem alten Steinbruch auf Menorca. Hier wurden allerdings kein Granit geschnitten. Die ist auch inzwischen außer Betrieb. Zum Vergleich, solche diamantbestückten Sägeblätter benutzt man heute, um Gestein zu sägen. In gesteinverarbeitenden Betrieben müssen diese Sägeblätter regelmäßig ausgetauscht werden, weil sie sich relativ schnell abnutzen. Im Süden der Insel Elefantine bei Assuan befindet sich ein großes Gelände, das von Archäologen des Deutschen Archäologischen Instituts ausgegraben und rekonstruiert wird. Ganz allgemein stellt man fest, dass die Römer hier seinerzeit schlimmer gewütet haben als die Amerikaner im Irakkrieg. Auf diese Grundmauern bauten die Römer anschließend, wo es möglich war, ihre primitiven Behausungen aus getrockneten Nilschlammziegeln. Demgemäß haben die Archäologen viel zu tun, zunächst die römischen Überreste zu entfernen, bis sie an die alten Tempelreste kommen und diese rekonstruieren können. Eine Sisyphusarbeit. Mitten zwischen Geröll liegt ein Objekt, das so gar nicht zu den anderen Granitresten passt. Wie mir später erklärt wurde, handelt es sich hierbei um einen sogenannten Götterschrein. Dieser Schrein wurde aus einem einzigen Granitblock hergestellt. Dieser Block stammt aus dem Granitsteinbruch auf der anderen Nilseite. Man muss ihn also zunächst aus dem Steinbruch zum Nil befördern, ihn dann irgendwie mit einem Schiff zur Insel bringen und ihn dann auf die Hochebene auf Elefantine schaffen. Allein das ist ein gigantischer Arbeitsaufwand. Alle Teile des Schreins sind äußerst akkurat bearbeitet. Nach Aussage von Steinfachleuten in Deutschland, denen ich Fotos vorlegte, ist es mit unseren heutigen technischen Möglichkeiten so gut wie unmöglich, einen solchen Schrein aus einem einzigen Granitblock herzustellen. Das ist ein Blick innen rein. Und das soll alles mit den Dolerit-Kugeln geklopft worden sein. Ja, wer es glaubt. Noch ein paar Abmessungen. Anhand des umlaufenden Zierwulstes erkennt man, dass hier ganz offensichtlich mit Hochleistungsfräsen gearbeitet wurde. Da sieht man nämlich die Schleifspuren wunderschön. Im Gespräch mit der dort arbeitenden Leiterin der Ausgrabungen, Frau Johanna Siegel, sowie dem Archäologen Peter Kopp, erklärten mir beide, der Stein sei mit Dolerit-Kugeln hergestellt worden. Auf meinen Einwand, das sei doch wohl nicht möglich, bekam ich die Antwort, doch, die alten Ägypter hatten schließlich sehr, sehr viel Zeit dazu. Doch wirklich. Und auf die Frage,
wie die exakten inneren Ecken und Kanten hergestellt wurden, antwortete mir Herr Kopp, mit Stahlmeißeln und Hämmern ging das schon. Hatte sich der Archäologe da nicht versprochen? Jedenfalls ging er weiteren Fragen aus dem Weg, weil er wieder schnell zu seiner Ausgrabungsstelle wollte. In der Nähe des Granitschreins liegt noch ein weiterer Schrein auf der Seite, den man vergebens versucht hat zu zerstören. Aufgrund der Farbe sieht er aus, als ob er aus Basalt hergestellt worden sei, aber ich bin kein Geologe, es könnte auch dunkler Granit sein. Im Inneren an der Decke des umgestürzten Schreines, die eigentlich eine Seitenwand ist, wurde mit Rötelfarbe Hieroglyphen und Götterdarstellungen skizziert, die möglicherweise später eingemeißelt werden sollten. Das ist der ägyptische Gott Chnum. Zum Vergleich, ein Torbruchstück und noch ein weiterer bearbeiteter Block von Tiahuanaco. Und hier kommt jetzt ein Block von Pumapunku im Vergleich zum Götterschrein von Elefantine. Scheint die gleiche Technik gewesen zu sein. Alle diese Teile zeigen dieselbe exakte Bearbeitung, die wohl kaum durch Handarbeit möglich war. Von Asuan zurück nach Gizeh. Der Khafre-Tal-Tempel ist eine geniale Konstruktion. Innen besteht er aus Granitblöcken. Außen ist er mehr notdürftig mit dem Sandstein des Gizeh-Plateaus verkleidet. Von weitem sieht er aus wie einer der natürlichen Hügel in dieser Region. Man vermutet darin keinen Tempel, also gut getarnt. Das Innere wirkt keinesfalls wie ein Tempel, sondern sehr nüchtern. Es ist ohne jede Verzierung und ohne irgendwelche Hieroglyphen. Man muss sich immer vor Augen halten, dass hier Granitblöcke so genau bearbeitet wurden, dass man kaum erkennen kann, wo die Blöcke aufeinander sitzen. Eine derartig genaue Bearbeitung ist heute, wenn überhaupt, nur mit Hochleistungsgeräten möglich. Erkennen Sie die Fugen? Hier ist sie bei 5 cm, hier bei 5,2, hier bei 4, jetzt wird es schon schwieriger. So, diese Blöcke wurden ohne Schnittabfall so verbaut, wie sie im Steinbruch abgebaut wurden. Man erkennt kleinste Strukturen, die sich über zwei Blöcke hinweg fortsetzen. Hätte ich das Buch von Herrn Hielito früher gekannt, hätte ich mir einen Haufen Arbeit sparen können. Das habe ich alles selbst festgestellt hier. Und das Buch von Herrn Hielito habe ich erst viel später kennengelernt. Noch ein schönes Beispiel, bei 1 cm ist ungefähr die, man erkennt es kaum, wo die Blöcke aufeinander sitzen. Die megalithische Krähenmauer befindet sich in der Nähe des arabischen Friedhofs auf dem Gizeh-Plateau. Der Sinn und Zweck ist bis heute unbekannt. Einige Ägyptologen sagen, es könnte sich um eine ehemalige Kaimauer handeln, allerdings wäre dazu das Krähentor völlig unsinnig. Abgesehen von der teilweise recht starken Erosion sieht man bei näherer Betrachtung, dass auch hier dieselbe Technik angewandt wurde. Die megalithischen Blöcke wurden auch hier ohne Schnittabfall wieder so aufgebaut, wie sie im Steinbruch abgebaut wurden. Zum Vergleich betrachten wir kurz den Pylon von Thutmosis III. Im Karnak-Tempel. Er weist ebenfalls wieder dieselbe Präzision auf. Man erkennt sie im inneren Aufgang. Dort hinein kommt man allerdings nur gegen Bakschisch, wie so häufig. Hier sehen Sie es, wie die. Auch hier am Altut-Tempel in Kena sieht man dieselbe Präzision, mit der die Steinblöcke verarbeitet wurden. So, von Luxor nach Abydos. Dort befindet sich hinter dem sehr gut erhaltenen großen Tempel des ersten Setos das Osirion. Es ist jedoch in einer ganz anderen Bauweise in die Tiefe gebaut. Es besteht aus säuberlich bearbeiteten megalithischen Granitblöcken. Einst war es auch mit Granitblöcken überdacht, die allerdings heute fehlen.
Die Anlage steht heute unter Wasser, aber nach neuesten Berichten scheint es wieder abgesunken zu sein, sodass sie nicht betreten werden darf. Eine Wand ist mit kaum erkennbaren Hieroglyphen übersät, womit wohl Sethos der Erste versucht hat, die Anlage als seine zu deklarieren. Im Wasser erkennt man verschiedene rechteckige Schächte, woraus zu schließen ist, dass sich auch darunter weitere Räumlichkeiten befinden, worüber es jedoch keinerlei Informationen gibt. Die Anlage macht nicht den Eindruck eines Tempels, sondern recht nüchternen Räumlichkeiten. Hier der polierte Granit, Querbalken über dem ehemaligen Zugang. Der ehemalige Zugangstunnel rechts, der wie so eine dicke Raupe aussieht, passt so gar nicht zum Rest der Anlage. Er wurde wohl erst nachträglich von Sethos dem Ersten angebaut. Im Inneren sind die Wände verputzt und mit Hieroglyphen verziert. Der Tunnel darf allerdings nicht betreten werden, es sei denn, man hat genügend Backschisch. Zum Vergleich, das Gelände von Pumapunku in Bolivien liegt unmittelbar neben Tiahuanaco. Das sind noch nicht mal 100 Meter Zwischenraum. Abgesehen von den abgestoßenen Ecken sind die dort herumliegenden Blöcke ebenso exakt bearbeitet. Man darf nicht vergessen, dass auch die Bruchstücke von Pumapunku erst ausgegraben werden mussten. Wie und ob sie irgendwie zusammengehören, weiß bis heute noch kein Mensch. Dieses Teil aus Pumapunku besteht aus Andesit und ist ebenso planbearbeitet wie die Steinblöcke im Osirayon. Zum Vergleich noch einmal da auf der linken Seite der Granitquerbalken. Und jetzt kommen wir zum Serapeum bei Saqqara. Das Serapeum liegt ganz unauffällig in der Wüste bei Saqqara, rund 2 Kilometer von der Stufenpyramide entfernt, in der Wüste. Ja, habe ich schon gesagt. Aufgrund der oberirdisch sichtbaren kleinen Station vermutet niemand die unterirdisch angelegte, ausgedehnte Anlage mit einer Länge von rund 300 Metern. Hier wurden angeblich die heiligen Apis-Stiere beigesetzt. Nur fand man leider keine Überreste davon. Alle Sarkophage waren leer. Irgendjemand hat mal behauptet, dass sich in diesen Sarkophagen eine derartige Masse befunden hätte, die mit unzähligen kleinen Knochenresten verschiedener Tiere vermischt gewesen sei. Aus dieser Behauptung wurde ein Selbstläufer, der von vielen kolportiert wurde, auch von Erich von Däniken. Es ist jedoch reine Fantasie, denn alle Sarkophage waren leer. Betritt man die Anlage über die Treppe auf der rechten Seite, sieht man zunächst einen in den Boden eingelassenen Granitsarkophag. Einige sagen, es würde sich nur um einen Sarkophagdeckel handeln. Das kann man jedoch augenscheinlich nicht feststellen. Für die Ausschachtungen in den Wänden gibt es keine Erklärungen. Nachdem das Serapeum jahrelang gesperrt war, sind die Gänge heute restauriert worden. Man hat den Boden mit Holzplatten belegt. In bestimmten Abständen, auf dem linken Bild im Vordergrund sieht man es, wurde die Decke neu abgestützt. In den Holzboden hat man in unterschiedlichen Abständen Fenster eingelassen. Jetzt kommt es, um den ursprünglichen Boden sehen zu können. Man fragt sich unwillkürlich, wie es möglich war, die zwischen 60 und 100 Tonnen schweren Granitsarkophage in diese engen Räumlichkeiten zu befördern. Beachten Sie mal die engen Zwischenräume zu den Wänden. Blick in einen der Sarkophage. Die Wände sind auf Hochglanz poliert. Meine These ist, dass die Sarkophage möglicherweise aus flüssigem Granit gegossen wurden. Dazu würde man Verschalungen benötigen. Mit den entsprechenden Verschalungen, etwa aus Metall, da haben wir wieder das Metall, würden sich spiegelblanke Flächen ergeben, ohne dass man sie nachbearbeiten müsste. Einer der Sarkophage scheint noch nicht richtig ausgehärtet gewesen zu sein. Das weist darauf hin, dass zumindest dieser Sarkophag aus flüssigem Granit
gegossen wurde. Denn auf der Rückseite ist ein Teil des noch weichen Granits abgerutscht. Anders kann man den abgerutschten Teil kaum erklären. Das ist übrigens der einzige, den ich fand, wo solche Sachen erkennbar sind. Will man heute eine Kernbohrung machen, so benötigt man dazu spezielle Hochleistungsmaschinen. Ach, da darf man nicht drauf drücken. Mit Videobohrgrenzen. Um eine 20 cm durchmessende Löcher in Betonwände zu bohren, benötigt man heute solche Großgeräte. Ja, und noch ein schönes Bild. Ja. Die alten Ägypter hatten dies nicht. Und trotzdem machten sie ihre Kernbohrungen in jede Sorte Gestein, auch in Granit. Das ist Karnak-Tempel. Noch einmal, das ist übrigens eine Kernbohrung mit 20 cm Durchmesser. Noch einmal, Halbkut-Tempel. Das sind nur ein paar Beispiele. Zum Vergleich Kernbohrung in Pumapunku, nicht viel Unterschied. Noch eine. Und jetzt kommen wir nach Abusir. Das sollte eigentlich ein Film sein, aber egal. Der Totentempel des Pharao Sahure neben seiner Pyramide in Abusir ist heute nicht mehr als ein besseres Gerölllager. Na bitte, geht doch. Und doch findet man hier jede Menge Kernbohrungen aller Größen. Noch eins. So, das sind nur einige Beispiele. Kernbohrungen in allen Größen findet man überall in Ägypten. Und so sollen die alten Ägypter Kernbohrungen in Granit gebohrt haben. Wie haben sie dann eigentlich Kernbohrungen an senkrechten Wänden hinbekommen? Ich wollte es wissen. Wie schwierig ist es, ein Loch in Granit zu bohren? Dazu besorgte ich mir aus einem Baumarkt einen Granitblock, der normalerweise als Gehstegbegrenzung verwendet wird. Dann nahm ich meine größte Schlagbohrmaschine mit 1000 Watt, ja, das ist schon was, steckte einen Vidia-Steinbohrer hinein und begann zu bohren. Nach relativ kurzer Zeit war der Bohrer ausgeglüht und nicht mehr verwendbar. Ich versuchte es mit einem zweiten Steinbohrer, doch auch dieser war bald ausgeglüht. Das Ergebnis meiner Versuche sehen Sie hier. Außer einer oberflächlichen Ritzung erreichte ich nichts. Wenn es also mit einer heutigen Schlagbohrmaschine mit speziellen Vidia-Steinbohrern nicht möglich ist, mehr als eine oberflächliche Ritzung auf einem Granitblock zu erzeugen, dann sollen die alten Ägypter saubere Kernbohrungen per Hand erzeugt haben. Ja, ich weiß, Sie hatten sehr, sehr viel Zeit. Nicht nur die Granitblöcke wurden aufs Sauberste bearbeitet, auch Statuen und Figuren, insbesondere von Ramses II. Granit ist ein ausgesprochen sprödes Hartgestein, wie wir vorhin schon hörten. Bei einer Bearbeitung mit Hammer und Meißel platzte es sofort aus. Und trotzdem schafften es die alten Ägypter, dieses Gestein sauber zu bearbeiten und sogar auf Hochglanz zu polieren, ohne dass auch nur der kleinste Fehler zu entdecken ist. Neben einfachen Steinblöcken wurden auch große Mengen teilweise großer Statuen hergestellt, insbesondere für Ramses II., die bis ins kleinste Detail sauber hergestellt worden sind. Diese Perfektion ist heute nur mit Hochleistungsmaschinen machbar, aber die alten Ägypter schufen ihre Kunstwerke alle per Hand mit primitivsten Werkzeugen, sagen uns die Ägyptologen, denn sie hatten sehr, sehr viel Zeit. Nein, hatten sie nicht, denn jeder Pharao wollte noch zu seinen Lebzeiten seine Statuen bewundern können.
Wie schafften es die Ägypter per Hand, ein exakt spiegelgleiches, symmetrisches Gesicht herzustellen? Hierzu habe ich die linke Seite nach rechts gespiegelt. Ja, Sie sehen, wie identisch beide Seiten sind. Dies ist mit bloßen Händen nicht machbar. Punkt. Selbst kleinste Details sind perfekt ausgearbeitet. Diese Perfektion erkennt man auch an anderen Statuen. Im Luxor-Tempel, ja, nochmal Perfektion. Steht eine große Ramses-Figur, die angeblich aus Granit besteht, die sehen wir jetzt hier. Doch bei näherer Betrachtung erkennt man, dass um den Kopf herum, siehe Pfeil, gell, die obere Lage teilweise abgeplatzt ist. Deshalb frage ich mich, wurde diese Statue etwa nur grob hergestellt und anschließend mit weichem Granit verputzt, indem man nach Aushärten oder vielmehr vor dem Aushärten relativ leicht das Gesicht hineinmodellieren konnte. Dann platzt auch nichts aus bei der Herstellung. Nicht nur im Luxor-Tempel finden wir Pharaonenkronen aus Granit, die nicht nur geometrisch exakt gearbeitet sind, sondern auch noch auf Hochglanz poliert sind. Ganz nebenbei, man hat bis heute keine Originalkrone gefunden. Ja, auf Hochglanz. Granit. Diese Detailtreue mit Hämmerchen und Meißelchen ist absolut nicht machbar, ohne dass das Gestein, Granit oder Basalt ausplatzt. Und selbst wenn, nur ein Schlag daneben und das gesamte Kunstwerk ist im Eimer, der Künstler darf nochmal von vorne anfangen. Heute würde man eine solche Bearbeitung vielleicht mit einem kleinen Bohrer machen, mit so einem Dräbel, wie die Dinger heißen. Diese riesige Statue von Ramses II. Liegt in einem kleinen Museum in Memphis. Abgesehen davon, dass sie irgendwie transportiert werden musste, besticht sie auch hier durch äußerste Präzision. Das Ramesseum auf der Luxor Westbank sieht man, dort sieht man ein weiteres Beispiel der Gigantomanie von Ramses II. Obwohl seine Statue heute zerschlagen ist, kann man anhand der Füße erkennen, wie riesig sie gewesen sein muss. Man muss sich immer im Hinterkopf behalten, dass diese Riesenfiguren ja auch irgendwie transportiert werden mussten. Bei vielen Tempelanlagen und auch im Asuwan-Steinbruch, jetzt haben wir es nämlich, gell, findet man etwa faustgroße Steinkugeln. Die Ägyptologen sagen uns, dass damit die Steinblöcke bearbeitet wurden. Aber ich bin der Meinung, dass sie zum Transport verwendet wurden, wie eine Art Kugellager. Damit verringert sich nämlich der Reibungswiderstand erheblich. Auf Malta ist es bekannt, dass dort die Megalithblöcke auf diese Art transportiert wurden. Waren die alten Ägypter etwa dümmer als die alten Malteser? Ja, zum Glück. Ja, ich bin gut in der Zeit, gell? Zum Schluss könnte man fragen, warum und wie haben die alten Ägypter diese Kunstwerke hergestellt, die heute nur mit Hochleistungsgeräten machbar sind? Die Antwort lautet, weil sie es konnten. Dies soll es für heute gewesen sein. Dankeschön. Danke.